Du wolltest schon immer wissen, wie du hier unendlich Dunkelschmiedsteine farmen kannst, dann bist du hier genau richtig. Heute zeige ich euch auf jeden Fall die Fundorte der Dunkelschmiedsteine 1 bis 9, also beziehungsweise die Klangperlen. Falls euch natürlich der Guide hier gefällt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Let's go! So, unsere erste Reise verschlägt uns hier natürlich in den Kristalltunnel von Celia. Falls ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, zeige ich euch jetzt hier ganz schnell den Weg. Da würde ich euch empfehlen, ihr spawnt hier einfach bei der Ruine eines Wegpunkts im Keller. Da begebt euch hier so runter. Hier gibt es dann diese Ruinen hier vorne. Da reist ihr dann einfach hier ganz gediegen hin. Ihr müsst euch hier nicht mit den Gegnern hier messen. Einfach hier einmal runter in den Tunnel da. Hier findet ihr eine Truhe. Die Truhe hier ist verflucht. Da werdet ihr hier instant in die Gegend da geportet. So, jetzt sind wir hier im Kristalltunnel von Celia angekommen. Hier würde ich euch empfehlen, aufzupassen und natürlich sehr hohes Level zu haben, denn die Gegner können euch one-shotten und ihr habt jetzt hier natürlich auch das Problem, weil ihr die Kiste benutzt habt, habt ihr einen Transportfluch. Das bedeutet, ihr könnt nirgendwo anders euch hinporten. Ihr müsst jetzt einfach den Weg da dann aus dem Tunnel dann suchen oder finden, um da rauszukommen, um den Fluch zu brechen. Hier müsst ihr, wie schon gesagt, den Boss erledigen. Und dann kommt ihr hier auch schon zur ersten Dunkelsteinklangperle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der nächsten Location. So, die nächste Klangperle verschlägt uns hier natürlich zum Altus-Tunnel. Hier würde ich euch einfach empfehlen, beim Bonfire an der Brücke zu rasten und hier dann einfach runter zu reiten. Ich spule euch hier das Ganze natürlich mal kurz vor. Vorne findet ihr hier auch schon den nächsten Boss, die ihr bezwingen müsst. Oder sagen wir die Bosse, denn es sind zwei kristallisierte Gegner, die ihr hier auseinandernehmen müsst. Also am besten stumpfe Waffen hier mitnehmen, damit ihr die hier so schnell wie möglich besiegen könnt. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bei der dritten Location. Die nächste Klangperle verschlägt uns hier natürlich mal wieder ins Eisgebiet, Freunde. Als Voraussetzung müsst ihr natürlich Magrod getötet haben. Müsst ihr hier einmal quer durchgeritten sein bei diesem eingefrorenen See hier angekommen, müsst ihr hier zur ersten Kirche von Marika. Wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr einfach nur hier rauslaufen. Hier vorne seht ihr eine Leiche und die hat dann die Klangperle Nummer 3. Mit der könnt ihr eure legendären Waffen bis auf Stufe 6 upgraden. Klangperle Nummer 4 verschlägt uns hier schon wieder nach Parum Azula. Und zwar müssen wir hier zum Sturmbalkon reisen. Das ist hier natürlich mal wieder ganz einfach. Ihr müsst hier einfach nur geradeaus runterlaufen. Hier seht ihr auch schon die Leiche. Und er sollte hier die Klangperle Nummer 4 haben, mit der ihr jetzt eure Waffen bis zu Stufe 8 upgraden könnt. Die fünfte Klangperle verschlägt uns zu dieser wunderbaren Location hier. Ich werde euch dieses Mal den Weg aber nicht zeigen, da ich euch nicht zu viel vom Endgame-Gebiet spoilern möchte. Ich kann euch ja hier mal einen Marker setzen. Wir befinden uns auf jeden Fall hier vorne. Ihr habt ja auch ein Bonfire an der großen Brücke. Da müsst ihr auf jeden Fall drei Gegner hier fertig machen. Und hier vorne, die Leiche wird dann die Klangperle Nummer 5 haben. Und damit solltet ihr alle Klangperlen zusammen haben. Wenn ihr hier alle Klangperlen gefunden habt, einfach zum Händler gehen, die Klangperlen anbieten. Und jetzt könnt ihr hier nach Lust und Laune hier die Dunkelsteine 1 bis 9 kaufen. Natürlich, wenn ihr das nötige Kleingeld dafür habt. Und falls ihr natürlich auch noch einen Guide haben wollt zu den Gräbertalilien oder den Geistertalilien, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein, ciao!